Wir starten direkt mit dir, Ingo. Die Prokla 188, Gesellschaftskritik und 150 Jahre Kritik der politischen Ökonomie. Es wäre völlig vermessen zu glauben, dass wir in 15 oder 20 Minuten auch nur ansatzweise durchdiskutieren könnten, was hier drin steht. Für alle, die nicht wissen, wie die Prokla aussieht, ist so ein klassisches Zeitschriftenformat und es sind, wenn ich es richtig gesehen habe, 150 Seiten. Das heißt, das schaffen wir definitiv nicht. Ohne Bilder. Ohne Bilder, aber ein bisschen Werbung habt ihr drin, ne? Ja. Genau. Vielleicht erst nochmal so eine allgemeine Frage, weil Kritik jetzt schon öfter vorgekommen ist in dieser Sendung, im Titel Kritik der politischen Ökonomie. Die Zeitschrift heißt Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft. Wie ist da die Prokla zu verorten? Also in welchem Verhältnis steht zum Beispiel sowas wie kritische Sozialwissenschaft zu Kritik der politischen Ökonomie? Welche Rolle spielt es für das Profil der Zeitschrift, sage ich jetzt mal? Wie geht es zusammen, auch gerade bei so einer Sonderausgabe, sage ich jetzt mal, oder einer thematischen Ausgabe? Ja, die Prokla, das ist eine Abkürzung, Akronym. Früher hieß die Zeitschrift Probleme des Klassenkampfs. Die hat sich dann Anfang der 90er Jahre umgenannt. Da war ich noch im Kindergarten, in der Grundschule. Eben genau im sozusagen nach dem Ende des Realsozialismus. Der Herausgeber der Zeitschrift ist immer noch die Vereinigung zur Kritik der politischen Ökonomie. Und natürlich trotz Umbenennung verortet sich die Zeitschrift eben in einer marxischen Tradition, in einer marxistischen Tradition. Und naja, jeder Wissenschaftler oder jede Wissenschaftlerin möchte gerne kritisch sein. Und die Prokla ist schon eine der Zeitschriften, die sich eben explizit auf Marx und die marxische Theorie bezieht. Und das war natürlich dann auch der Hintergrund, warum wir die Ausgabe gemacht haben. Nun finden sich zahlreiche Beiträge da drin. Nicht alle beziehen sich explizit auf das Kapital. Es sind drei Beiträge, die sozusagen wirklich dem Themenschwerpunkt gewidmet sind. Einen davon haben wir vorab auch gesprochen, da geht es sozusagen sehr stark in Detailfragen. Den lassen wir ein bisschen raus, von Hans-Peter Büttner über das Transformationsproblem. Da setzen wir eine Fußnote in die Marx-Lesekreise, Kapital-Lesekreise, die es andernorts gibt, wer sich dafür interessiert. Lukas Egger bezieht sich sozusagen auf die Althusser-Rezeption des Kapital, ist auch schon eine ziemliche Spezialdebatte, aber steigt sozusagen eher in epistemologische, philosophische Fragen ein. Und dann haben wir sozusagen eine Einführung, die wahrscheinlich tauglich ist, auch ein breiteres Publikum anzusprechen, von Michael Heinrich. Ein bisschen zur Rezeptionsgeschichte, Input und so weiter, ist für die sich damit beschäftigt haben, vielleicht auch kein unbekannter Name. War übrigens auch am Mittwoch oder Dienstag in der Volksbühne mit einer Einführung dazu. Michael Heinrich, würde ich sagen, kommt aus einer ökonomischen Perspektive an das Thema heran oder eben eine klassische politökonomische, so muss man vielleicht sagen. Bei Lukas Egger schlägt schon eben stark diese philosophische Geschichte mit durch. Ich fand es tatsächlich schwierig, zusammenzukriegen, die unterschiedlichen disziplinären Zuschnitte, die gewählt wurden. Also keine Ahnung, wie geht ihr vor in der Auswahl von Texten? Wie viel habt ihr da reinbekommen und warum gerade die? Also der Titel des Heftes ist ja Gesellschaftskritik und 150 Jahre Kritik der politischen Ökonomie. Das heißt, es sind eigentlich zwei Schwerpunkte. Und auch wenn wir uns in einer marxischen Tradition sehen, ist natürlich Gesellschaftskritik was viel Breiteres. Wir haben, wenn ihr mal auf die Webseite geht, prokla.de, mehrere Hefte gemacht zu Gesellschaftskritik oder Marx und Foucault. Und da gibt es mehrere Hefte in den letzten Jahren. Und genau sozusagen da im Anschluss wollten wir eben nochmal Gesellschaftskritik aufgreifen, jetzt nicht explizit mit einem Bezug auf Marx, also explizit, der ist dann eher impliziter. Und wenn man sozusagen die Beiträge anguckt, dann sieht man, dass einige von Autoren, Autorinnen geschrieben wurden, die an der Universität in Jena sind. Das heißt, da gibt es inzwischen so eine kleine Hochburg kritischer Sozialwissenschaften, die eben in einer Kooperation mit uns versucht haben oder genau diesen Teil auch zu füllen. Und die haben sehr unterschiedliche Themen am Wickel, diese Beiträge. Aber wenn man sie eben durchliest, wären die so wahrscheinlich nicht zu lesen,
ohne einen Bezug auf Marx. Also er ist da schon auch immer präsent und wie du auch schon gerade vorgestellt hast, die anderen sind eben explizit zu Marx und es war schon auch so gewählt, weil wenn man sich den Blätterwald derzeit anguckt, dann ist natürlich sehr viel zu Marx und dann war unsere Idee eben auch, das ein bisschen breiter aufzustellen. Blätterwald ist vielleicht ein gutes Stichwort. Es gibt eine völlig unüber... oder für die allermeisten Menschen auf dieser Erde völlig unüberblickbare Vielzahl von Publikationen, Büchern, Sammelbänden, Zeitschriften, was nicht alles zu Marx, marxistischer, marxischer Theorie. Wenn man jetzt überhaupt keinen Einblick hat, mag man auch durchaus zum Schluss kommen, dass es eigentlich dazu nichts Neues zu sagen gäbe, konjunktiv bewusst gesagt. Aber also was sind sozusagen die Themen, die wichtig sind, weiter zu verfolgen, weiter dran zu arbeiten? Also wo würdest du sagen, okay, nee, halt, da gibt es noch sehr viel zu sagen, gerade daran müssen wir weiterarbeiten? Oder was sind eben sozusagen Aspekte, die nicht ausdiskutiert sind? Ausdiskutiert ist sowieso eigentlich gar nichts. Michael Heinrich macht in seinem Beitrag zum Beispiel relativ deutlich, hast du jetzt gerade gesagt, es wurde schon viel gesagt, aber wenn man sich einfach mal die Textlage anguckt, dann wird man schnell feststellen, dass noch nicht mal alle Texte von Marx publiziert sind. Das heißt, viele Texte, zum Beispiel Exzerpte, das heißt, wo er sich Autoren angeeignet hat, die sind noch gar nicht publiziert. Das heißt, wenn die publiziert sind, kann man dann auch nochmal neu über Marx diskutieren. Und das kann man sie zum Beispiel deutlich machen an einem Buch von Kohei Saito, einem japanischen Genossen, der auch hier mal in Berlin war und jetzt wieder zurück in Japan nach Japan gegangen ist. Der hat ein Buch zu Naturverhältnissen geschrieben zu Marx und er hat eben unter anderem die noch nicht publizierten Exzerpte sich angeguckt und ein paar kennen vielleicht diese Ausführungen im ersten und dritten Band, wo es Marx darum geht, dass eben die kapitalistische Produktionsweise auch die Natur untergräbt. Und es wurde dann sozusagen anhand von ein paar Aussagen wurde Marx dazu sozusagen zum Ökologen oder stilisiert. Und anhand dieser Exzerpte, die eben noch nicht mal zugänglich sind allgemein, kann man schön zeigen, dass das wirklich ein sehr großes Thema für ihn war, gerade am Ende seines Lebens. Er hat viel dazu gearbeitet. Und das ist auf jeden Fall was, was uns in den nächsten Jahren begleiten wird. Und ich glaube, zwei Punkte vielleicht noch ganz kurz. Der eine Punkt, wo ich sagen würde, da muss man dranbleiben, wenn in der Allgemeinheit oder in der Öffentlichkeit von Marx gesprochen wird, hat man doch sehr viele Mythen im Kopf, die sozusagen da Marx angehängt werden. Und die sind sozusagen auf den Marxismus-Leninismus immer noch zurückzuführen. Und man muss ihn im Prinzip davon befreien. Auch das wird etwas sein, oder was uns noch in den nächsten Jahren begleiten wird. Und das Dritte ist vielleicht genau die Übersetzungsleistung. Also, dass man, niemand wird sich eben durch diese Berge von Exzerpten wühlen. Trotzdem wird man da was sozusagen nachheben können. Und es muss darum gehen, wie kann man denn seine Theorie nicht nur irgendwie weiterstricken, sondern wie kann man auch die zugänglicher machen und sozusagen so aufbereiten, dass viele Menschen auch damit was anfangen können, dass es eben nicht im akademischen Elfenbeinturm sozusagen zur Nutzlosigkeit im Prinzip verdammt ist. Eine Brücke, die in meiner Wahrnehmung noch nicht so stark geschlagen wird oder versucht wird zu schlagen, ist so diese Kluft zwischen, sagen wir, in Theoriearbeit, marxistische Theorie einerseits und sowas wie Postmarxismus, was auch immer das dann genau sei, andererseits. Ich würde behaupten, in dem, was dann sozusagen an politische Praktiken daran anschließt, findet sich diese Spaltung wieder in sowas wie sozusagen klassische linke Themen, Aktionen rund um die soziale Frage einerseits, und also ich polarisiere jetzt bewusst, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Debatte sehr polarisiert ist, und andererseits eben das, was als Identitätspolitiken bezeichnet wird. Unter anderem um diese Spaltung geht es auch in Texten in der Prokla, vor allem in dem Beitrag von Emma Dowling, Silke van Dyck und Stefanie Gräfe, die eben
nicht zum ersten Mal natürlich, aber eben die Frage nach dem Hauptwiderspruch stellen, beziehungsweise besser noch den Hauptwiderspruch und den Anspruch darauf in Frage stellen. Ich habe den Beitrag sehr, sehr interessiert gelesen und frage mich an der Stelle immer, lässt sich da eine Brücke bauen? Also gibt es da sozusagen einen Scheidepunkt, wo ich mit Marx gehen kann und trotzdem sozusagen diese wahrheitskritischen Fragen stellen, wie es eher, sozusagen Fragen, die eher auf die Politik zielen, wie es eher aus einer postmarxistischen Tradition bekannter ist und trotzdem Marx weitertragen. Also ich glaube, Derrida bezeichnet sich als Marxist oder hat sich bezeichnet, Laclau versteht sich wahrscheinlich auch als Marxist, Chantal Mouffe auch, also, aber sie werden sozusagen, ja, da gibt es eine Spaltung. Ist jetzt eine riesengroße Frage natürlich und lässt sich nicht super beantworten, aber ist das ein Projekt, das, wo du sagen würdest, okay, das ist verfolgungswert, das wollen wir auch mit einer Prokla oder seid ihr da eher auf einem Pol einzuordnen? Ich habe ja vorher schon erwähnt, dass wir zum Beispiel ein Heft haben, Marx und Foucault. Also es ist auf jeden Fall, ist die Prokla eine Zeitschrift, die Brücken baut und Brücken gebaut hat. Also wenn man sich das Archiv mal anguckt, also wir haben quasi seit den 70ern bis, glaube ich, die letzten drei Jahrgänge fehlen noch, sind alle Hefte als Volltext auf der Webseite zu finden. Da wird man relativ schnell sehen, dass die Prokla eigentlich keine Zeitschrift ist, die jetzt sozusagen dem Hauptwiderspruch frönt, sondern eben genau das versucht mit dem Brücken bauen und eben aber auch natürlich auslotet, wo sind denn die Grenzen von bestimmten theoretischen Ansätzen. Und der Beitrag, den du erwähnt hast, der ist im Prinzip als eine Intervention zu verstehen. Auch die Prokla hat in den, glaube ich, vor drei Jahren quasi zwei Nummern zur Klassentheorie gehabt. Und der Einspruch ist eben, setzt an der Debatte an, um die Erklärung des Phänomens AfD oder die Debatte um Deribon. Und sie kritisieren eben, dass in vielen Erklärungsversuchen von extremer Rechte, von Rechtspopulismus, langsam sich wieder sowas wie ein Hauptwiderspruch in der Erklärung durchsetzt. Und wenn man den Artikel liest, dann merkt man schon, dass sie jetzt nicht sozusagen einer Klassentheorie oder einer marxistischen oder einer marxischen Analyse widersprechen würde, aber sagen eben, das ist wieder zu kurz gegriffen und es ist, da scheint wieder ein kleiner Rollback zu sein und intervenieren da sozusagen in eine laufende Debatte und versuchen da Positionen zu beziehen. Der Beitrag ist übrigens als PDF auch online auf der Seite prokla.de, kann man genau, der ist sein. Auch da zu finden. Du bist natürlich in einer undankbaren Rolle sozusagen, du kannst nicht für die Autorinnen sprechen, du bist Redaktionsmitglied, aber musst ja sozusagen nicht jede Position vertreten, was auch unmöglich wäre. Eine letzte, wieder ganz riesengroße natürlich, Frage zu dem Themenblock, und zwar dieses Moment der Kritik, das ich ganz zu Beginn auch schon angesprochen habe. Was daran notwendig, meine ich, anschließen muss, ist eben die Frage, wie, worauf so eine Kritik begründet sein kann. Und das schließt vielleicht ein bisschen an die Frage von vorher an. Also was ist sozusagen irgendwie ein Grund, eine Grundlage, eine Basis, um Kritik formulieren zu können. Die eine Geschichte wäre einfach auf Inkonsistenzen zu achten und zu sagen, okay, das ist sozusagen ein Widerspruch in sich, das funktioniert nicht, aber der Anspruch marxistischer Tradition ist ja sozusagen ein anderer gewissermaßen. Und was wäre eine Antwort, die du irgendwie darauf geben kannst, jetzt wirklich aus akademischer oder wissenschaftlicher Sicht, vielleicht sogar theoretischer? Nein, in dem Heft wird eigentlich deutlich, naja, was heißt denn, also wenn du jetzt formulierst, einen Grund, ich würde da schon eher die Kritik stark machen, also dass man eben genau etwas kritisiert, ohne zurückzufallen auf bestimmte Prinzipien, normative Maßstäbe und so weiter, weil die eben genau auch in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen verankert sind. Also das zeigt dieses Heft eigentlich auch wieder ganz gut, vielleicht sehr polarisierend, dass auf der einen Seite Kritik sehr hoch gehalten wird und im akademischen Betrieb
fängt man dann an, den Kritikbegriff zu typisieren und sozusagen zu formalisieren, und plötzlich kommt einem der Gegenstand, was man da eigentlich kritisieren will, abhanden, also Rassismus, kapitalistische Ausbeutung, Sexismus und so weiter auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ein Phänomen, wo wir jetzt im Wahlkampf zum Beispiel total mit konfrontiert waren, dass von der CDU bis zu der Linkspartei alle im Namen der Gerechtigkeit Politik machen. Und da zeigt eben zum Beispiel Alex Demirovic in seinem Aufsatz sehr schön, dass Gerechtigkeit eigentlich eine ideologische Form ist, die nicht ganz zufällig sich allen Parteien und die sich politisch engagieren als na Prinzip, mit dem sie Politik machen wollen, aufdrängt. Und er kritisiert es, dass man eben genau das zusammendenken muss, warum eigentlich Gerechtigkeit, und dass das eben durchaus was damit zu tun hat, dass wir in einer bürgerlich-kapitalistischen verfassten Gesellschaft leben. Und darum muss es meiner Meinung nach eben stark gehen, diese ideologischen Formen sich vorzuknöpfen und zu kritisieren oder zu zeigen, wie die eben mit der Art und Weise verknüpft sind, wie diese Gesellschaft auch organisiert ist. Ich glaube, da würde ich selber voll mitgehen, weil es eigentlich in Richtung einer eben Verbindung, Verzahnung von Ökonomiekritik und Ideologiekritik geht, sozusagen an der Stelle, würde ich behaupten. Vielleicht die Fußnoten für die Leute, die zuhören. Es waren jetzt zwei Verweise, eben einerseits auf den Text von Alex Demirovic, andererseits auf den von Tilman Reitz, der eben den akademischen Kritikdiskurs aufs Korn nimmt und das sehr umfassend und polemisch macht. Auch die beiden Beiträge sind in der Prokla zu finden.